Beziehungsweise können wir das einfach durchprobieren, doch dann das eine, oder? Hier lag so ein Klumpen, ja. Und hier ist die Tür. Toll. Ich habe die Tür wieder gefunden. Ich brauche aber noch die letzte Lampe. Ich will das jetzt komplett machen. Auch wenn es Zeitschinden dann wieder heißt oder so. Aber ich will die letzte Lampe. Wenn man einmal einen falschen Abzweig nimmt, ist man total verloren. So, wo ist die letzte Lampe? Ach, die Geräusche. Hier ist die letzte Lampe. Na also. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. So, jetzt bin ich gespannt, welches Bild wir hier brauchen. Den Bogenschützen, okay. Hoffentlich kann ich das dann noch erkennen. So, zurück zur Tür, würde ich denken. Ich klicke jetzt bestimmt falsch. Ihr schlagt euch jetzt sicher die Hände vors Gesicht. Kommen wir da von hier? Und hier gerade durch? War das so? War das so? Nein, das war so nicht. ja, das war so nicht. Also. Durch die andere. Durch die. Und da gerade durch, sofern möglich. Und hier? Einfach ins nächste oder gerade durch? Nee, hier bestimmt nicht. Denke ich. Mein Gedächtnis plus mein Orientierungssinn, Leute, es tut mir leid. Ha! Na, das ging doch wenigstens halbwegs. Gut, dann gucke ich mal meine schönen Zeichnungen an. Einer mit zwei kleinen Kindern. Dann haben wir hier den Höhleneingang gehabt. Das da. Da hatten wir den Bogenschützen. Hier hatten wir den mit der Schale. Und hier hatten wir einen, der so da stand. Ich weiß es nicht. Die Tür geht nicht auf. Endstation. Nein, keine Endstation. Einer mit zwei kleinen. Oder war es der mit vielen kleinen? Ist da ein Knopf daneben? Hier ist ein Knopf. Na toll. Sagt mir das doch gleich. Nichts. Dann ist es der mit den vielen kleinen gewesen. Gut. Irgendeine andere ging jetzt auch zu gleichzeitig. Auf dem rechten war das Geräusch fürs Öffnen und auf dem linken fürs Schließen. Naja, gut, gehen wir rein. Ich denke nicht drüber nach. Nein, nein. Er lebt aber scheinbar noch. Immerhin. Professor gefunden. Ghana, Höhle der Asan Bosam. Meine Güte, was für ein verrücktes Labyrinth. War eine ganz schön langwierige Lauferei, bis ich den Zugangscode für die Tür zum Höhlengefängnis des Professors geknackt hatte. Ja, aber haben die einen eigenen Zugang oder kennen die den Code auswendig? Jetzt muss ich nur noch die Asan Bosam vertreiben und den offensichtlich schwer angeschlagenen Professor aus der Höhle schaffen. Großartig. Nur noch. Betonung liegt auf nur noch. Ich muss die Asan Bosam vertreiben, um zum Professor zu kommen. Aber wie? Das sind keine Kuscheltiere. Nicht? Ich muss die Asan. Ich möchte die Asan Bosam nicht noch mehr auf mich aufmerksam machen, sonst greifen sie mich womöglich auch an. Aber wie vertreiben wir die? Naja, wir haben sie schon mal mit Blitzlicht vertrieben. Langsam wird's eng, der Akku ist fast leer. Die haben Angst vor. Herr Professor! Die nachts raus, helles Licht. Professor Hartmann, hören Sie mich! Er hat offenbar starke Schmerzen. Ohne Medikamente und Wundverbände bekomme ich ihn sicher nicht transportfähig. Naja, haben wir doch, haben wir doch, haben wir doch. Hier, wickel ihn ein wie eine Mumie.
Das sollte die Blutungen eine Weile stillen. Will mir ja schließlich meine Klamotten nicht versauen. Die Flecken bekommt man sehr schnell wieder raus. Es geht mit kaltem Wasser und wenn es frisch ist, das Blut geht. Dann bekommt man es raus. So, schmeiß noch eine Tablette ein. Schlucken Sie die, dann geht's Ihnen gleich besser. Das muss reichen, bis wir zurück in der Mission sind. Können wir jetzt gehen? Sieht aus, als hätte Schwester Sam ganze Arbeit geleistet. Keine Angst, Professor, ich bringe uns hier raus. Nimm ihn mit und 2 Tage später. Hey, Professor. Sie sehen ja deutlich weniger scheiße aus als noch vor 2 Tagen, als ich Sie gefunden habe. Willkommen unter den Lebenden. Danke für das eigenwillige Kompliment. Die Schwestern haben sich wirklich aufopferungsvoll um uns gekümmert. Und natürlich auch vielen Dank, dass Sie mich dort rausgeholt haben, Miss... Peters. Sam Peters. Ah, die Journalistin. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich ohne Sie aufgebrochen bin. Aber die Situation ließ mir keine andere Wahl. Vergeben und vergessen, wenn Sie mir dafür die versprochene Story liefern. Natürlich. Dann haben Sie also ein paar Minuten für mich? Also bitte, schauen Sie mich doch an. Sehe ich etwa aus, als ob ich heute schon was vorhabe? Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich auch alle Antworten liefern kann. Das werden wir ja sehen. Sie wollen wissen, was die Asanbosam sind. Was denken Sie? Es sind Menschen, da bin ich mir sicher. Haben Sie die Wandmalereien in den Höhlen bemerkt? Ja. Die Ashanti waren schon immer ein sehr geheimnisvolles Volk, mit einer außergewöhnlichen Naturverbundenheit. Wenn, wie bei allen Naturvölkern, der Lebensraum die Existenzgrundlage bildet, beschützt man ihn natürlich mit allen Mitteln. Irgendwann müssen die Schamanen der Ashanti zu der Erkenntnis gelangt sein, dass man sich gegen die Eindringlinge aus der Welt jenseits ihres Lebensraumes nicht ewig zur Wehr setzen kann. Also haben sie ganz besondere Krieger ausgebildet. Das Ritual, das die Höhlenmalereien zeigen? Korrekt. Aber diese Krieger, die Asanbosam, haben nicht gerade viel Menschliches an sich. Sie bewegen sich wie Tiere und dann diese furchterregenden langen Zähne. Diese Schneckenart, wegen der wir eigentlich hier am Bosumtwe sind. Deren Genom sich durch den Verzehr der Algen verändert hat? Genau die. Die Algen könnten Träger eines Virus sein, der genetische Veränderungen oder Mutationen bei einer Spezies spontan und innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne auslöst. So hat man zum Beispiel auf der indonesischen Insel Flores die versteinerten Überreste eines kleinwüchsigen Menschen gefunden, der ein genetischer Nachfahre des Homo erectus ist. Innerhalb nur weniger Generationen entwickelten sich die Menschen in dieser isolierten Umgebung zu einer Art Zwergenrasse, die perfekt an das Leben in niedrigen, engen Höhlen angepasst war. Ein unglaublicher Evolutionsschub. Gemessen an den üblichen Theorien ging diese Entwicklung tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit über die Bühne. Wie bei den Asanbosam. Möglich. Vielleicht waren wie bei der Schnecke auch hier die Algen bzw. Viren im Spiel. Inwiefern? Vielleicht haben die Schamanen ja gewusst, dass die Alge eine Art Mutagen enthält und sie gezielt zur Nahrungsgrundlage der Auserwählten gemacht. Das Ergebnis kann durch seine abschreckende Wirkung ja durchaus überzeugen, was sie aus eigener Erfahrung sicher bestätigen werden. Dann sind diese Geschöpfe regelrecht gezüchtet worden, um Eindringlinge fernzuhalten? Das ist meine Interpretation. Und was ist mit dieser grippeähnlichen Krankheit, die Sie übertragen? Da muss ich passen. Die Asanbosam selbst scheinen dagegen immun zu sein. Vielleicht eine weitere Waffe gegen Fremde. Glauben Sie, dass sie getötet hätten? Nein. Sie tun lediglich, wozu sie erschaffen wurden. Erschrecken und verjagen. Und wie sehen nun Ihre Pläne aus? Die Entdeckung dieser Spezies ist schließlich eine absolute Sensation. Tja, das mag wohl stimmen. Aber? Die Schamanen der Ashanti handelten lediglich nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohl ihres Volkes. Und das rechtfertigt, Kinder zu Monstern zu machen? Nein, das ganz sicher nicht. Aber was tut man nicht alles, um zu überleben? Um seine Heimat zu schützen. Eine Heimat, in die wir eingedrungen sind, die wir erforschen und ausbeuten wollen. In diesem speziellen Fall drängt sich selbst mir als Wissenschaftler die Frage auf, ob man wirklich allen Dingen unbedingt auf den Grund gehen muss. Das ist unser Job. Dann hoffe ich, dass ich den Tag nicht erleben muss, an dem es nichts mehr zu entdecken gibt.
Tun Sie, was Sie für richtig halten. Tja, jetzt muss ich also eine Entscheidung treffen. Soll ich die Story veröffentlichen? Auf dem Rückflug nach Deutschland schwirrt mir nur eine einzige Frage im Kopf herum. Soll ich die Story veröffentlichen? Hätten wir hier zwei verschiedene Möglichkeiten, wie es enden könnte? Kann ich mal eben speichern? So. Weil, falls es zwei verschiedene Möglichkeiten für ein Ende gibt, will ich die natürlich beide aufnehmen. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen... Nein. Wenn da niemand herumschnüffelt, bleiben die unentdeckt und... können friedlich weiterleben. Menschen, die würden die einfangen, in Zoos sperren, untersuchen, was auch immer. Nein. Das ist jetzt meine aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung. Falls es eine andere Option für ein Ending gibt, werde ich die dann später noch zeigen, aber ich sage jetzt definitiv nein. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht. Möge der Mantel des Schweigens auf ewig über die Existenz der Asambosam gebreitet bleiben. Freiheit ist eben doch wichtiger als so vieles. Apropos Freiheit, die kann ich selbst jetzt auch ausgiebig genießen. Leider nicht auf meiner kleinen Segeljacht. Als ich ohne eine einzige Zeile zurück nach Hamburg kam, hat mich mein cholerischer Chef in 0,nix auf die Straße gesetzt. Ob er sich von dem folgenden kleinen Herzinfarkt wieder vollständig erholt hat, weiß ich leider nicht. Und das ist mir auch völlig egal. Zeit mal wieder in Berlin bei Max vorbeizuschauen. Vielleicht stellt er mir ja endlich seine geliebte Nina vor. So wie er mir in Indonesien ständig mit ihr in den Ohren gelegen hat, glaube ich fest daran, dass die beiden wieder zusammenkommen. Und vielleicht hat er ja sogar einen lukrativen Job für mich, damit ich mir endlich meinen kleinen Traum erfüllen kann. Ein Hochzeitsbild von Max und Nina? Also so weit waren wir noch nicht in Geheimakte 2. Ende. Okay, dann schauen wir uns die Credits jetzt nochmal an. Ich werde dann gleich nochmal laden und die andere Entscheidung zeigen. Was soll ich sagen? Für eine Short Story fand ich es nicht schlecht. Gut, die Rätsel waren jetzt doch relativ einfach. Ich meine, außer die Sache mit dem Labyrinth halt wegen meinem Orientierungssinn. Aber ansonsten sind wir doch gut durchgekommen. Es hat mir auf jeden Fall aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Muss ich schon gestehen. Ich fand es niedlich, gut umgesetzt. Sehr liebevoll gemacht, wie auch Geheimakte 1 und 2. Geheimakte 3 kenne ich ja noch nicht so sehr. Was heißt noch nicht so sehr? Ich habe es noch gar nicht angezockt. Also Geheimakte 3 ist ja noch unbekannt für mich. Also verglichen mit Teil 1 und 2 hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der kleine Ableger hier. Ob er mit 10 Euro... Ja, ich weiß nicht. Mir hätte er auch für 5 Euro gereicht. Weil... Ja, für... 2 Stunden Spielspaß reichlich, sind 10 Euro dann doch etwas viel Geld, aber die Entwickler wollen auch was leben, deswegen alles gut. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe noch nie ein Let's Play an einem Tag durchgekriegt und habe das jetzt hier wirklich hintereinander weg aufgenommen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Deswegen, ja, ich bedanke mich bei euch, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann bei einem weiteren Projekt von mir, vielleicht einem etwas längeren dann ausnahmsweise mal. Ich mache jetzt noch schnell meine Abmoderation, also... Ach, hier ist der Eingang zu sehen, jetzt wissen wir das auch. Huh. Also, ja, wir sehen uns. Und ich schaue jetzt nochmal schnell, was passiert wäre, wenn wir ja gesagt hätten. Werde dann aber unkommentiert abbrechen, denke ich. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ihr Lieben. Im Nachhinein war die Veröffentlichung der Story von den Asambosam doch keine so gute Idee. Zumindest was die Asambosam selbst betrifft. Es kam zu einem wahren Ansturm auf dem Bosum-Tour. Wissenschaftler, Journalisten, Touristen, sogar Großwildjäger. Das korrupte Militär schaute tatenlos zu, die wenigen Wildhüter waren hilflos. Als in der zivilisierten Welt Massendemonstrationen endlich ihr Ziel erreichten und die Menschenrechte auch für die Asambosam galten, war es fast schon zu spät. Ja genau, die werden eingesperrt, ins Haus gebracht, Untersuchungen unterzogen, wie ich gesagt hatte. Mittlerweile wurden wenigstens auch die letzten Asambosam aus den Fängen skrupelloser Zoobetreiber und Schausteller befreit und man bereitet sie in Auswilderungsstationen auf die Rückkehr in ihre Heimat vor.
Der Bosumtwe wurde Weltkulturerbe und Naturschutzgebiet, überwacht von einer multinationalen Schutztruppe. Ach ja, mir persönlich brachte die Story ein kleines Vermögen, Ruhm und eine nicht ganz so kleine Segeljacht ein. Also unterm Strich doch gar kein Wenn man auf solche materiellen Dinge steht. Aber wie gesagt, mein Bauchgefühl sagte, nein, wir lassen die in Frieden, weil sonst werden sie weggesperrt und so. Gut. Also, ich würde sagen, alles richtig gemacht mit meiner ersten Entscheidung, aber ich wollte euch natürlich beide Enden zeigen, sofern sowas möglich ist. Bei Spielen, wo es zu weit dann zurückgehen müsste für solche Entscheidungen oder bei Spielen, die ja, keine Ahnung, Silent Hill oder so hat 7, 8, 9 Enden. Na, da, wenn man das da einmal durchspielt, bei sowas reicht mir das. Da will ich nicht alles zeigen, weil da muss man ja alles komplett von vorne spielen und jede Entscheidung dann irgendwie ändern und sich noch merken, wie man sich beim letzten Mal entschieden hat, damit man es dann anders machen kann. Und das ist definitiv dann zu viel für mein kleines, schwaches Gehirn. Also, ja, von wegen, ich breche dann einfach ab. Hab jetzt doch noch gelabert. Trotzdem noch einmal von mir vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es doch gern selber spielen, wenn ihr das Flair mal miterleben wollt. Unterstützt die Entwickler. Und ja, wir sehen uns dann bei irgendeinem nächsten weiteren Projekt von mir. Ich werde das Ganze noch rendern und hochladen und freue mich, dass ich ein bisschen Videovorrat dazu gewonnen habe. Mal sehen, wie viele es sind. Ich denke, ich werde hier 15-minütige Parts machen, so circa, auch wenn ich gesagt habe, zum Neujahrsgruß, ich will wieder längere Parts machen, dafür lieber Pausen in den Let's Plays, wenn es mal mit Aufnehmen nicht so ist. Aber bei dem Spielchen hier bietet es sich durchaus an, denke ich, und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und schaut sie trotzdem an, freut euch drüber, genießt die kurzweilige Unterhaltung, hoffentlich kurzweilige Unterhaltung und wir sehen uns dann bei anderen Spielen. Bei längeren Spielen mache ich auch längere Parts, versprochen. Also bis dahin, ciao ihr Lieben.